studiert hat und jetzt hat sie genug gequatscht, ich denke, jetzt schauen wir doch gleich in den Stadtsaal. Gute Unterhaltung mit Drew Sarich. Still frozen in a smile, now I find both my lungs are closing and my heart splutters at my side. You know you could have lied and surprised me with this show. Instead I'm on my knees with no one left to blame but the chump who believed he stood above the game. Now I can turn to leave and jump before the gate, so let me be to rest in peace. Ich habe ein Riesenglück, dass ich so eine kleine Armee habe. Und sie wissen Sachen, bevor ich sie weiß. Und Fehlentscheidungen zu promoten. Ich kam 2008, 2009 zurück aus London und ich hatte mich zu der Zeit wieder in Country Music verliebt. Und Country Music lebt davon, dass jemand irgendwo irgendwie Scheiß gebaut hat. Und zurückblickt und sagt, oh Mann, wenn ich nur anders entschieden hätte. Und ich wollte die Platte 15 Mistakes nennen. Und mein Produzent Titus sagte, um Gottes Willen, nein. Aber 15 Fehler. Nee, aber ich sagte, es geht um die Fehler, die man unbewusst beginnt, die man bewusst beginnt, die man mittendrin erst erkennt. Und dadurch hat es ein etwas Theatralisches, es hat eine Thematik. Es ist nicht alles autobiografisch, aber jeder kann sich damit identifizieren, weil jeder irgendwann in eine Situation gesteckt hat, wo man sagt, oh scheiße, ich will morgen dafür zahlen. Vor 6 Wochen in London habe ich gespielt, Berlin habe ich gespielt. Die originale Idee für diesen Projekt war, dass es kompakt ist. Das ist etwas, was genauso funktionieren würde mit großes Kino, mit einer großen Band, so wie allein mit meiner Gitarre. Ach, nothing more. Hats off to your breakthrough, but you're breaking me down. I've got no one to cling to now, since you turn your catastrophe. Den Drew habe ich kennengelernt, das ist jetzt schon über 10 Jahre, vielleicht sogar zu 12 Jahren her. Der ist nach Wien gekommen, zum Musical spielen und hat dann eine Band zusammengestellt. Und im Zuge dessen, über die Leute im Theater, hat er dann auch meine Nummer bekommen und hat mich quasi in seiner Band engagiert. Show me you're worthless and washed up and poor. The hearts that once welcomed you open no more.
Du ist dann nach New York gegangen. Der war dann fast 3 Jahre weg. Dann ist er wieder zurückgekommen, dann hat er wieder angerufen, so, jetzt ist er wieder da, Ding. Und dann sind wir auf ein Bier gegangen und hat er gemeint, machen wir wieder die Band. Ich hab gesagt, nein. Das ist komplett sinnlos, weil das war lustig, was wir da gemacht haben mit dieser Rockgeschichte. Aber zum einen passt diese ganze Rockattitüde in Wahrheit nicht zum Drew. Auch wenn er das singen kann, das ist außer Frage, das ist überhaupt kein Problem, aber es passt nicht zu ihm. Und ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt. Ich habe 30 Jahre Rock gemacht und das ist super, das war geil, aber es passt nicht mehr. Ich habe gesagt, erst, nein, das ist ein Blödsinn. Wenn wir was machen, dann machen wir was einfach mit dir viel besser zusammenpasst. Ich meine, und da geht es auch wiederum nicht um Songwriting, weil das hat eh passt, sondern es geht darum, dass wir die Musikform finden, die zu ihm passt und wo du merkst, okay, das Ganze bildet jetzt eine Einheit. Das Ganze ist so entstanden, dass er mit der akustischen Gitarre gekommen ist und ich habe das live aufgenommen, immer das Lied. Also am Anfang war es eigentlich ein Test und dann haben wir gewusst, das ist aber Leihwand. Und der Plan war dann ganz am Anfang, dass wir eigentlich nur die Gitarre haben und seine Stimme und so Kleinigkeiten dazu, also irgendwelche Gefiepse oder irgendwas, also wirklich wenig. Und dann habe ich das Ganze halt da liegen gehabt und habe halt angefangen dazu zu fiepseln. Dann habe ich gesagt, nein, das passt nicht und das, aber das und das war auch noch schön. Und dann Ding und es hat sich dann so ausgewachsen, dass halt 15 Musiker sich die Klinke in die Hand gegeben haben beim Aufnahmeraum und Silent Symphony ist entstanden. Ich kann sie ehrlich aussprechen, dass sehr viele Veranstalter Angst vor dem Drew haben, weil er halt diesen Musical-Background hat. Und sobald du bei den Veranstaltern sagst, hauptberuflich ist der bei einem Musical und sagt, da haben wir schlechte Erfahrungen, da kommen meistens auch keine Leute. Das haben wir in Berlin dasselbe Problem gehabt, bis dann endlich einer ja gesagt hat, was war ausverkauft was. Für mich ist das jetzt generell ein aufregender Abend, weil für mich ist das seit dem 8. Februar 2011 mein erstes Live-Konzert. So wenig live gespielt habe ich zuletzt in meiner Klosterschulzeit. Eine Sekunde, es ist leider... Was ist das? Hallo? Wenn man am Theater gebunden ist, hat man nicht unbedingt viel Zeit zum Gegen und zum Touren. Aber wir schauen, dass wir so bald wie möglich wieder in Wien sind, dass wir auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone gehen. Also DrewSarich.com gibt es, es gibt auch DrewSarich and Silent Symphony auf Facebook, Twitter DrewSarich, also @DrewSarich, und ich schrei ganz laut.
Hey, danke.